Ja Leute, heute habe ich was ganz Besonderes für euch und zwar, ich stelle für euch heute wieder ein neues Deckthema vor, was im nächsten Hauptset rauskommt und diesmal gehen wir in den Wald, in den Weißen Wald, denn es geht Weißen Wald Archetype und da gehen wir Stück für Stück die Karten durch. Der Archetype gefällt mir sehr gut, denn er funktioniert sehr gut mit Synchromonstern. I like it. Und zum anderen mit Zaubern-Fallen-Karten, das ist auch sehr schön. Und sie bringen eine ganz neue Art von Mechanik ins Spiel und das gefällt mir halt ebenfalls. Bedeutet also, wir gehen das Ganze Stück für Stück durch. Ich gehe hier mal eben rüber, dass wir das eben dort einblenden kann. Und wir fangen an mit Astella vom Weißen Wald. Ist ein Hexer, Stufe 2 Licht. Ich habe ja schon bereits gesagt, dass das Ganze auf Synchro-Beschwörungen basiert und Zaubern-Fallen-Karten. Aber was ich nicht erwähnt habe, das Ganze ist auch ein Hexer-Archetype und funktioniert auch mit Illusion. Ist ganz gut, aber wir gehen eben Stück für Stück durch, was die Effekte sind und was die ganzen können. Wir fangen erstmal bei ihr an. Du kannst eine Zauberfalle von deiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Bedeutet also von der Hand, relativ einfach, aber auch vom Spielfeld, was natürlich sehr gut ist, weil wir auch natürlich hier permanente Zauber- und Fallenkarten nutzen können. Beschwöre ein Lichthexer-Empfängermonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Und dieser Effekt alleine ist schon top, tipptopp. Ich meine, wir bekommen ein Hexer-Empfängermonster. Sie ist nicht Empfänger, bedeutet also, wir können automatisch in den Synchro-Beschwörung gehen, was sehr gut ist. Aber es geht noch weiter. Falls ein oder mehr Zauber- und Fallenkarten auf dem Friedhof gelegt werden, um den Effekt eines Monsters zu aktivieren, solange sich diese Karte in der Friedhof befindet, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst jeden Effekt nur einmal pro Zielzug verwenden. Bedeutet also, wir können sie für eine Synchro-Beschwörung nutzen und falls wir dann eben wieder einen Monster-Effekt nutzen, womit wir eben eine Zauber- und Fallenkarte abwerfen müssen, können wir eben sie wieder spezial beschwören, haben ein nächstes Monster auf dem Feld und können damit theoretisch weiter eine Synchro-Beschwörung machen. Also wir sehen, das hier ist eine super Normal-Beschwörung, die wir machen wollen mit unserem Deck. Wir bekommen einen Empfänger, können eine Synchro-Beschwörung durchführen und können sie wiederholen eventuell, was super gut ist. Kommen wir zur nächsten Karte. Nächste Karte ist ebenfalls Hexer, Stufe 2 Licht. Ihr merkt, es ist ein Muster und sie sagt folgendes. Du kannst eine Zauber- und Fallenkarte von deiner Hand oder Spielfeld auf den Friedhof legen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Dann füge deiner Hand ein weißen Waldmonster von deinem Deck hinzu, außer sie selber. Und dieser Effekt ist unglaublich stark. Wir haben gerade darüber geredet, dass wir eben gut eine Normalbeschwörung machen können. Hier brauchen wir die Normalbeschwörung nicht benutzen, weil wir sie eben spezialbeschwören können. Bedeutet also, super guter Effekt. Zusätzlich dürfen wir uns noch was suchen, ein Monster. Wir können dadurch ebenfalls eben uns auch die andere wieder suchen. Können damit dann die Normalbeschwörung machen. Ihr merkt, super gut, super Mechaniken, die harmonieren schon an sich sehr gut zusammen. Von daher, super guter Effekt. Aber sie hat natürlich auch noch einen zweiten Effekt. Und zwar, während des Spielzugs deines Gegners, falls ein Lichthexer-Empfänger als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen wird, solange sie keine Friedhof ist, können wir sie der Hand hinzufügen, was auch sehr gut ist. Bedeutet also, wir haben hier die Möglichkeit, sie wieder zurück zu benutzen, um im nächsten Zug ebenfalls wieder Synchro-Beschwörung beziehungsweise die Möglichkeit zusammen zu spielen, was sehr gut ist. Du kannst jeden Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Merkt, wir haben hier schon allein mit diesen zwei Monstern eine perfekte Synergie. Was fehlt uns jetzt noch? Natürlich, uns fehlen noch Empfängermonster. Wir reden die ganze Zeit davon, dass wir irgendwie Hexer-Empfängermonster haben dürfen. Lichthexer-Empfängermonster. Und ja, damit zum Beispiel sie hier. Ebenfalls sehr schönes Artwork, muss ich sagen, von Lena Wolf. Finde ich sehr nice. Hexer-Empfänger Stufe 4. Heißt also, wir können hier ganz einfach auf Synchro des Levels 6 gehen, was schon mal gut ist. Auch Licht und eben Hexer. Falls die Karte normal spezial beschworen wird. Sehr wichtig, dass wir hier diesen Effekt haben, dass es auch bei Spezialbeschwörung funktioniert, denn wir können sie ja theoretisch aus dem Deck spezialbeschwören. Du kannst deiner Hand einen weißen Wald Zauber- und Fallenkarte von deinem Deck hinzufügen. Tipptopp, sucht uns eine Zauber- und Fallenkarte vom Deck, beziehungsweise vom Archetype. Super stark, super guter Effekt, passt. Heißt, wir können eben die einen normal beschwören, können sie aus dem Deck beschwören, können jetzt in eine Synchro gehen, theoretisch. Aber vorher dürfen wir uns noch was suchen. Super, sie harmonieren super, also was soll ich sagen, es passt perfekt. Falls sich die Karte in deinem Friedhof befindet, Quick Effekt, du kannst einen weißen Wald Synchromonster wählen, das du kontrollierst oder sich im Friedhof befindet, lege es ins Extra Deck zurück und falls du dies tust, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung, aber annulliere ihren Effekt. Du kannst jeden von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Und dieser Effekt wirkt im ersten Moment nicht so stark, weil man sich denkt, warum sollte man sein eigenes Monster zurück ins Extra Deck packen? Klingt jetzt erstmal komisch, aber es geht auch eben vom Friedhof und das ist super. Bedeutet also, diese Karte alleine sorgt dafür, dass wir eben unsere Ressourcen vom Friedhof wieder ins Extra Deck bekommen. Super gut, zusätzlich beschwört sie sich. Was wollen wir mehr? Einfach spielstark. Doch das war natürlich nicht unser einziges Empfängermonster. Nein, wir haben noch mehr. Wir machen weiter mit ihr hier. Sie ist auch Stufe 4 Empfänger, Hexer und Licht.
Passt perfekt wieder. Das heißt, wir können Synchro 6 ganz einfach geben. Und sie sagt folgendes. Falls du einen weißen Waldmonster kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Und auch hier super guter Effekt, weil ja, wir haben eben unseren Normal Summon. Das bedeutet, wir haben keine Fänger auf dem Feld. Wenn sie in der Hand ist, können wir sie spezial beschwören, haben einen Fänger, können eine Synchro-Beschwörung gehen. Perfekt. Aber sie kann natürlich noch mehr. Du kannst eine Zauber-Fallenkarte von deiner Hand oder Spielfeld auf den Friedhof legen. Ziehe eine Karte. Bedeutet also auch hier, wir können einfach ziehen. Tipptopp. Also super gute Karte bisher. Aber es geht noch weiter. Denn, falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, Schnelleffekt. Du kannst einen weißen Wald Synchro-Monster wählen, das du kontrollierst oder sich im Friedhof befindet. Lege es ins Extra-Deck zurück. Und falls du dies tust, beschwöre diese Karte Spezialbeschwörung. Aber annulliere es ihre Effekte. Auch hier, wir haben wieder die Möglichkeit, eben unsere Ressourcen auf Friedhof wieder zu verwenden, indem wir sie eben zurück ins Extra-Deck packen. Super gute Karte. Beide Empfänger gefallen mir sehr gut. Harmonieren auch wieder perfekt mit den Archetype. Wir merken, die Harmonie ist hier wirklich sehr groß. Und jetzt haben wir eben einiges gesehen. Wir haben gesehen, was wir machen wollen. Wir wollen unser Monster beschwören, wollen einen weiteren Empfänger beschwören und dann in eine Synchro-Beschwörung gehen. Heißt, wir müssen natürlich auch gucken, was können die Synchro-Monster, denn ohne Synchro-Monster wird das Ganze ein bisschen schwer. Und hier haben wir unser erstes Monster und erstmal Artwork. 20 von 10. 20 von 10. Super schönes Artwork. Aber was auch super ist, nicht nur 20 von 10 von Artwork, nein, auch 20 von 10 von allen, was wir sehen. Wir sehen erstmal Stufe 6. Passt perfekt. Wir haben, wie gesagt, den Nicht-Empfänger mit Stufe 2 und die Empfänger mit Stufe 4. Perfekt, also ist ganz einfach zu rufen. Lichthexer, weiterhin, passt natürlich zum Archetype. Und sie selbst ist auch Empfänger. Das schließt auf mehr für die Zukunft, aber da gehen wir gleich davon. Sie braucht einen Empfänger und einen Nicht-Empfänger-Monster. Das heißt, quasi in jedem Deck rufbar, super gute Bedingung. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst alle offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert, in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Klar, wenn wir anfangen, hat der Gegner keine Monster. Aber falls wir irgendwie die Möglichkeit bekommen sollten, im gegnerischen Spielzug zu synchronisieren, ist das ein super guter Effekt. Und vielleicht will ich schon was vorwegnehmen, aber das Ganze ist natürlich in diesem Archetype möglich. Außerdem, Illusion und Hexen, Synchromonster, die du kontrollierst, erhalten 500 ATK. Bedeutet, sie selber hat nicht 1,9, was erstmal nicht so stark wirkt, sondern sie hat automatisch durch ihren eigenen Effekt eben 2400 Angriffspunkte und das dann schon wieder sehr solide. Und zusätzlich, falls sich ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge dein Gegner doppelten durchschlagenden Kampfschaden zu. Ist nett. Den Effekt nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein weiteres Synchro-Monster ist sie hier. Unheimliche Seelen von Weißen Wald. Und hier haben wir ebenfalls wieder perfekte Stats. Denn wir haben Licht, nett, Stufe 6 brauchen wir. Ne? Wir haben ja gesehen, Stufe 6 kommen ja an sich ganz einfach. Hexer, Synchro, Empfänger. Auch hier super perfekt. Die ist wieder Empfänger. Lässt wieder vermuten, dass da gleich was kommt. Natürlich kommt da gleich was. Und sie sagt folgendes. Sie braucht einen Empfänger und einen Nicht-Empfänger-Monster oder halt mehr. Einfache Bedingung, passt zu den Deck, perfekt. Falls die Karte spezial beschworen wird, nicht synchro, spezial, wichtig. Du kannst eine Zauber- und Fallenkarte von deiner Hand oder Spielfeld auf den Friedhof legen, füge deiner Hand eine weiße Waldkarte oder Lichthexermonster von deinem Deck hinzu. Sie sucht uns also automatisch hier eben themeneigene Karten oder ein Lichthexermonster, was perfekt ist. Also das sucht schon mal sehr gut. Und wir haben ja vorhin schon gesehen, dass wir eben die eine wieder vom Friedhof spezial beschwören dürfen, falls wir ein Monster auf dem Feld nutzen, dem Zauber- und Fallenkarten abwerfen. Sie tut das. Zieht uns eine Karte, das heißt, das Monster kann vom Friedhof spezial beschworen werden. Das heißt, wir haben ein Stufe 6 Monster auf dem Feld und ein Stufe 2 Monster auf dem Feld. Und was kommt jetzt natürlich? Natürlich Synchro-Beschwörung wieder. Wir haben eine Karte gezogen und können dann in die nächste Synchro-Beschwörung gehen. Kommen wir aber gleich zu, denn sie hat natürlich noch mehr Effekte. Und zwar, du kannst den Effekt von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Illusion und Hexen-Synchro-Monster erhalten 500 ATK. Zusätzlich können sie nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden. Dieser kleine Satz am Ende wirkt gar nicht so wichtig, kann aber gerade im Duell sehr relevant werden. Von daher, super guter, nice Effekt. 500 ATK Boost, wieder auch sehr nett. Selber 2000, mit ihrem eigenen Effekt hat sie 2500. 2500 ist doch wieder sehr gute Werte auf jeden Fall. Jetzt kommen wir natürlich zum nächsten Monster. Und wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt einen Achter. Wir haben einen Achter auf dem Feld. Und 8 passt perfekt. Wir haben 6er, können automatisch durch den 6er auch den 2er wiederholen, können 8 gehen. Perfekt, also Leute, ne, es harmoniert sehr gut. Da haben wir Diabelle, Königin vom Weißen Wald. Und sie ist wirklich eine Königin, denn sie sagt folgendes. Falls diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird und ein Empfänger-Synchro-Monster dafür verwendet wird, passt im Archetype perfekt. Theoretisch könnten wir sie halt auch ohne ein Synchro-Empfänger-Monster rufen, aber in diesem Deck wollen wir das natürlich tun. Du kannst eine Zauber- und Fallenkarte in deinen Friedhof wählen, füge ihn oder sie deine Hand hinzu. Und wichtig, hier steht nicht vom Weißen Wald. Hier steht nicht irgendwie mit Hexer drin. Eine Zauberfalle. Irgendeine. Egal welche. Wir können sie uns der Hand hinzufügen. Unglaublich stark. Flederwisch benutzt. Einfach nochmal der Hand hinzufügen. Nochmal aktivieren.
Super starker Effekt, der Effekt ist sehr mächtig. Aber es geht weiter. Wenn ein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, Quick Effekt, du kannst eine Zauberfallen von deiner Hand oder auf der Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Beschwöre einen Empfänger Synchromonster der Stufe 6 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck, dein Friedhof oder deine verbannten Karten. Du kannst jeden Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Und jetzt sehen wir hier Folgendes, und zwar beschwöre einen Empfänger Synchromonster der Stufe 7 als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck. Und das Besondere ist jetzt ja, dass wir eben Folgendes haben. Und zwar, wir hatten zu Beginn ja den ersten Wolf, beziehungsweise zwei Wölfe im Artwork, und der sagt ja, falls die Karte spezialbeschworen wird, kannst du alle Monster in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Und dieser Effekt sorgt einfach dafür, dass wir eben die Möglichkeit haben, dieses Monster zu rufen, alle Monster verdeckt zu setzen. Und wir wissen alle, wie gut Book of Moon, Book of Eclipse oder ähnliches sind. Das sind alles sehr mächtige Karten. Wenn wir das Ganze eben machen können durch unsere Monster, ist das super stark, super guter Effekt. Ist eine gute Interruption, die wir haben. Das heißt, super gute Karte. Passt perfekt zum Archetype. Sehr schön. Also gefällt mir sehr gut bis hierhin. Alles sehr gut. Doch was natürlich auch noch fehlt ist, wir sehen jetzt, okay, wir haben gute Monster fürs Main Deck. Wir haben Nicht-Empfänger und Empfänger, die super gut sind. Perfekt. Schon mal gut. Weiter. Wir haben gute Synchro-Monster. Perfekt. Sehr gut. Jetzt fehlt uns natürlich eins. Wir müssen die ganze Zeit Zauber- und Fallenkarten abwerfen oder vom Spielfeld auf den Friedhof senden, um eben ihre Effekte zu aktivieren. Jetzt brauchen wir noch irgendwie Zauber- und Fallenkarten. Das ist natürlich richtig und die schauen wir uns natürlich auch an. Und zwar, wir haben einmal Geschichten vom Weißen Wald. Und sie sagt Folgendes. Falls du ein Illusion- oder Hexermonster kontrollierst, füge dir der Hand einen weißen Waldmonster von deinem Deck hinzu. Und das ist erstmal eine Searcher-Karte, die sehr gut ist. Denn, ja, alle sind Hexer, passt, also das heißt, es ist immer gegeben. Und dann füge deine Hand einen weißen Waldmonster von der Deck hinzu, auch sehr gut. Wir haben ja die Möglichkeit, auch Monster von der Hand spezial zu beschwören. Tipptopp, gute Karte, sucht schon mal. Aber sie sagt Folgendes noch. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, um einen Monster-Effekt zu aktivieren, du kannst diese Karte setzen. Du kannst jeden Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Und hier sehen wir einen Effekt, der jetzt immer wieder kommen wird. Und zwar, immer wenn diese Karten genutzt werden, um auf den Friedhof gelegt zu werden, dann können wir sie wieder setzen. Bedeutet also, wir bekommen quasi zweimal die Karte, was sehr gut ist. Klar, wenn wir den ersten Effekt nutzen, bekommen wir sie nicht wieder. Aber wenn wir sie nutzen für eben eine Beschwörung eines Monsters, dann können wir sie wieder setzen. Dann nochmal weglegen, aber leider ist es dann halt eben natürlich nur ein pro Spielzug. Heißt, dann ist sie wirklich weg, aber wir können eben zweimal nutzen, was unglaublich stark ist. Wir merken also hier schon, was das System dieses Archetypes ist, denn erstens, wir wollen Monster bekommen für Synchro-Beschwörung und unsere Zauberkarten setzen sich immer wieder, um sie nutzen zu können, aber natürlich zusätzlich haben sie noch gute Effekte. Hier zum Beispiel im Suchen. Eine weitere Karte ist, halte dich vom Weißen Wald fern und sie sagt Folgendes. Falls du ein Illusion- oder Hexermonster Stufe 6 oder höher kontrollierst, ja, die Bedingung ist ein bisschen spezieller, gebe ich zu, aber wähle eine Karte, die den Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Bedeutet also auch hier, wir haben hier einen Effekt, der wieder ein bisschen spezieller ist, weil wir eben Illusion- oder Hexermonster Stufe 6 brauchen, aber dann können wir eine Karte zerstören. Aber wir können sie natürlich auch einfach nutzen, um die Effekte unserer Monster zu nutzen. Denn, falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, durch einen Monster-Effekt, können wir sie wieder setzen. Bedeutet also hier auch, abwerfen, wieder setzen. Super gut, super nice. Weiter geht's. Leiden vom Weißen Wald. Hier ebenfalls, wir fangen mal den unteren Teil an. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, um einen Monster-Effekt zu aktivieren, können wir diese Karte setzen. Tipptopp, ist eine Fallenkarte. Wir setzen sie, gehen ins Spielzug, können wir sie aktivieren. Was kann sie dann? Beschwöre ein weißes Waldmonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Tipptopp, schon mal super Effekt. Monster beschwören aus dem Deck oder Hand, super. Aber dann, sofort nach dieser Effekt aufgelöst wurde, kannst du einen weißen Wald-Synchromonster als Synchrobeschwörung beschwören. Ich habe schon gesagt, wir können Synchro beschwören, auch im gegnerischen Spielzug. Wir haben das zum Beispiel den Wolf, der eben dann alle Monster verdeckt setzen kann. Wir können aber auch die Möglichkeit haben, eben in unser Großes reinzugehen. Wir können die Effekte nutzen. Es ist super. Es ist tipptopp. Also die Fallenkarte auch super gut. Passt hier perfekt eben in Archetype rein. Heißt also, wir haben hier genug Möglichkeiten. Wir haben gute Main-Monster, wir haben gute Synchro-Monster, wir haben gute Zauber- und Fallenkarten. Was wollen wir mehr? Ja, Leute, das ist nämlich auch die Vorstellung jetzt hier gewesen. Mehr Karten habe ich nicht. Was heißt, mehr habe ich nicht? Das reicht ja schon. Weißen Wald, ein Archetype, der sehr interessant aussieht. Sehr interessant und gefällt mir sehr gut. Und viele haben den schon auf dem Schirm gehabt und viele haben darüber nachgedacht. Das ist ziemlich spielstark und das kann man durchaus gut nutzen, den ein oder anderen Deck. Und mal sehen natürlich, wie am Ende sich das ganze Deck durchsetzen wird. Aber jetzt habt ihr mal Einblick bekommen, was die ganzen Karten können. Wie gesagt, erstmal wirkt es ziemlich simpel. Wie gesagt, wir wollen unser Level 2 haben, die unsere Tuner holen können. Die Tuner können uns dann eventuell auch noch was holen.
Dann gehen wir unser Synchromonster, dann können wir unser weiteres Monster holen, dürfen dabei noch Karten ziehen, können dann in ein nächstes Synchromonster gehen, haben dann noch parallel Zauber- und Fallenkarten, die sich wieder setzen. Wirkt sehr stark, finde ich auch sehr stark. Man muss sehen, was in Zukunft dann noch so kommt, aber jetzt habt ihr erstmal einen Überblick gekommen, eben aus den Karten eben von Infinite Forbidden. Von daher habt ihr hier jetzt den Überblick und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch jetzt natürlich noch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.